nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht. Die Firmen und Beschäftigten der Veranstaltungswirtschaft waren die ersten, die von der Covid-19-Krise betroffen waren. Und sie werden die letzten sein, die zu ihrem normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren können. Faktisch alle Unternehmen aus den Bereichen der Veranstaltungstechnik, Eventagenturen, Cateringfirmen, Messebau, Bühnenbauer, Veranstaltungstechnik, Künstler und selbstständige Unternehmer haben durch die Veranstaltungsverbote seit dem 10.3. ihre Aufträge quasi über Nacht verloren. Seit Mitte März diesen Jahres hat die Veranstaltungswirtschaft keine Einnahmen mehr. Selbst wenn nach Beendigung der Krise eine hohe Nachfrage einsetzen würde, kann der erlittene Verlust nicht mehr kompensiert werden. Die Veranstaltungsbranche ist einer der größten Wirtschaftszweige Deutschlands und zählt über 1 Million Beschäftigte. Mehr als 100.000 Unternehmen erzielen einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Es muss also mit einem Einnahmeverlust von 80-100% über die nächsten 8 Monate gerechnet werden. Daraus resultiert eine akute Insolvenzgefahr für die gesamte Branche. Es ist wichtig, die Öffentlichkeit auf die besonders hart getroffene Branche der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen und zu verdeutlichen, dass die bisher zugesagten Hilfsprogramme nicht ausreichen werden. Glaub mir, es geht nicht einfach alles von alleine. Und nur als Team zusammen stellen wir es auf die Beine. Einer für alle, alle für einen. Hey, ich sing das nicht nur für den Reim. Ich sag no! No, no, no. Ein Team ist keine One-Man-Show. Veranstaltungen können aufgrund der bestehenden Auflagen momentan nur mit erheblichen wirtschaftlichen Verlusten durchgeführt werden. Es bestehen somit besondere ökonomische Herausforderungen, um Unternehmen in der Veranstaltungswirtschaft, besonders die einzelnen Unternehmen, mithin die gesamte Branche zu retten. Nun Schachmatt, wo sind alle seine Krieger? Das Schwarz kommt näher und du weißt, heute gibt es keine Sieger. Siehst kein Licht mehr hier im Tunnel, keine Antwort auf deinen Ruf. Irgendwo verhallt ein Echo. So viel riskiert, doch bloß wofür? So viel was bleibt dir? Ich weiß genau, wie du dich fühlst, wie es ist, wenn nichts mehr bleibt, wenn ich bleib, wie es einmal war. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, wie es ist, wenn nichts mehr bleibt, wenn ich bleib, fühl ich mich da. In der Nacht vom 22. zum 23. Juni findet eine bemerkenswerte Aktion bundesweit in Gesamtdeutschland statt. Es werden Spielflächen, es werden Gebäude, wichtige Gebäude, Kongresshallen, überall wo Kunst, Kultur vertreten ist, rot angeleuchtet. Das wird getan, um ein Zeichen zu setzen und nicht zu vergessen, wie wichtig in der heutigen Zeit Kultur und Kunst ist. Wir von der Gruppe Karat unterstützen das zutiefst und finden diese Aktion großartig und werden das verfolgen. Vielen Dank. Die verwendete Farbe Rot soll Folgendes zum Ausdruck bringen. Die Veranstaltungswirtschaft befindet sich auf der roten Liste der aussterbenden Branchen. Es sind Hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr, davon über 1000 im Großraum Chemnitz. Wir sind eine Gemeinschaft und haben das gemeinsame Ziel eines Branchendialogs mit der Politik. Wir richten einen alarmierenden Appell an die Öffentlichkeit. Wir brauchen vernünftige, gesunde und lebbare Lösungen. Die Farbe Rot steht für die Leidenschaft für unseren Beruf und unsere Profession.
dass ich in mir ruhen sollte, in Bewusstsein und sein, wie gestandener Wein, den man nachts mit Freunden trinkt, der Gespräche mit sich bringt, ehrlich, offen, tolerant, sagt mein Verstand, dass ich groß und stark sein sollte, wie die Eiche im Sturm, in den Schlachten ein Turm, standfest, sicher, ungebeugt, von mir selber überzeugt und von allen anerkannt, sagt mein Verstand. Aber dass ich schwanken muss, mit zwei Seelen in der Brust, zwischen Hoffnung und Frust, als erwachsenes Kind, wie die Pappe im Wind, zwischen Freude und Schmerz, sagt mir mein Herz. Ewig hin und her gerissen, zwischen Sehnsucht und Gewissen, hier, was ich fühle, da, was ich weiß, in Gefahr, mich zu verletzen, an den eigenen Gegensätzen. Hier viel zu kalt und da viel zu heiß, Blut und Eis. Blut und Eis. Blut und Euer Spaß ist unser Job. Wir brennen für das, was wir tun. Wir brennen für das, was wir tun. Wir brennen für das, was wir tun. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.